Testaufnahme. Herzlich willkommen zu diesem neuen Video. Einfach hart arbeiten ist das Dümmste, was du tun kannst. Sicherlich hast du schon mal den Tipp bekommen, einfach hart arbeiten, dann wird es klappen. In diesem Video nehmen wir auseinander, warum das ein ziemlich dummer Tipp ist, wenn man ihn einfach nur so bekommt. Herzlich willkommen, mein Name ist David Polte. Und wir schauen uns das unter vier Gesichtspunkten an. Erstens, wie kommt es eigentlich dazu, dass immer dieser Tipp gegeben wird? Zweitens, warum sollte dieser Tipp erst in einer langen Reihe von anderen Ratschlägen kommen? Drittens, warum allein nur dieser Tipp häufig zu Misserfolg und auch Leid führt? Und viertens, was ich persönlich bei den Leuten beobachtet habe, die wirklich erfolgreich sind. Ich kenne ja einige Millionäre mittlerweile. Lass uns reinstarten. Dieser Tipp, einfach hart arbeiten, kommt häufig, weil du in der Tat großen Erfolg, und das meint nicht nur wahnsinnig viel Geld, sondern auch eine tolle Beziehung, tolle Ehe, tolle Beziehung zu den Kindern, eine tolle Gesundheit, eben nur durch kontinuierliche Anstrengung und auch häufig große Anstrengung, also erreichen kannst. Das heißt, das stimmt schon. Aber wenn du nur den Tipp bekommst, streng dich einfach heftig an, tut mir leid, dann wird dein Leben ja eine Katastrophe. Das ist ja dann immer nur schwer, das ist ja immer nur hart, das ist ja immer nur anstrengend und das ist ja immer nur gegen Widerstände anarbeiten. Deswegen, Nummer zwei, dieser Tipp sollte erst nach anderen Tipps kommen. Und kommt da, wenn du mit den richtigen Leuten sprichst auch. Dann kommt immer erst, was macht dir denn eigentlich Spaß? Worin bist du denn gut? Was fragen dich denn andere Leute? Wo fragen dich andere Leute um Hilfe? Was liest du denn für Bücher? Was wolltest du denn als Kind werden? Was interessiert dich? Was guckst du denn für YouTube-Videos? Was klappt denn bei dir, ohne dass du dich groß anstrengen musst? Aus diesen Dingen, wo oder auch welche Geschäftsmodelle funktionieren dann wirklich gut? Was passt denn zu deinen Stärken? Welche Energien fließen denn schon in deine Richtung? Welche Leute kennst du denn schon, die dich unterstützen würden, wenn du was machst? Das heißt, diese ganzen Fragen kommen erst und wenn du daraus ein passendes Konzept geformt hast, dann kommt dieses harte Arbeiten oder dieses kontinuierliche Durchziehen. Und natürlich kann es auch anstrengend sein, diese Fragen zu stellen. Aber das ist ja nicht das, was die Leute machen, die einfach nur sagen, ich muss mich einfach nur anstrengen, immer nur hart arbeiten. Denn Nummer drei, wozu das häufig führt, ist, dass man andere Lebensbereiche einem wegrutschen. Die Gesundheit, die Partnerschaft, die Zeit mit den Kindern, die Freunde, das Glück im Leben und so weiter. Oder man fängt an, andere Leute, die sich nicht so anstrengen, runterzumachen, weil man sie eigentlich bemitleidet und so weiter. Das heißt, da ist emotional und auch energetisch Ungleichgewicht, Disbalance, Dysfunktionalität drin, weil du einen Aspekt, dieses einfach hart arbeiten, übergroß machst. Du schläfst zu wenig und so weiter. Und ganz ehrlich, wenn dann mal erstmal deine Beziehung dahin ist, du dich mit deiner Ex um die Kinder streitest, dein Körper immer permanent Mucken macht, ja, wie genau möchtest du dann noch diesen ganzen Erfolg wirklich produzieren bzw. genießen? Das heißt, häufig ist dieser Tipp alleine führt zu wirklich Desastern, weil auch dritte Variante, warum das so, also dritter Punkt, warum das so desaströs auf viele wirkt, ist, es packt sie permanent ins Defizit. Gerade wenn du Kinder hast. Du hast nämlich immer das Gefühl, du arbeitest nicht so hart, wie du arbeiten müsstest. Das heißt, du arbeitest jetzt schon hart, machst dich aber selbst noch dafür fertig. Ich sehe das einfach in meinen Trainings immer wieder, dieses Hamsterrad und diese Abwärtsspirale. Was sehe ich stattdessen bei den Leuten, die sehr erfolgreich sind und auch sehr zufrieden? Balance, Routinen, Entspannung, Offenheit, durchrechnen, durchprüfen, Ideen erstmal sacken lassen, vergleichen, mit anderen besprechen, weglassen. Ganz, 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 ganz viele Sachen einfach gar nicht tun. Stattdessen aber das tun, wovon man schon weiß, dass es einen langfristig performant hält. Also Sport, wichtige Beziehungen pflegen, gut ernähren, schlafen und so weiter. Und das heißt, wenn du mich fragst, ist hart arbeiten
erst dann die Lösung, wenn du diese anderen Schritte gemacht hast. Und das haben wir uns ja jetzt hier angeschaut, warum das immer als erstes kommt. Weil es schon wichtig ist, um Großes zu machen. Es muss viel Energie fließen, damit was Großes entsteht. Aber sie muss halt auch lang genug fließen, damit es entsteht. Und dazu gehört, dass du erst diese anderen Fragen stellst. Also, wo fließt die Energie denn überhaupt? Wo muss ich mich denn nicht mehr motivieren, wenn ich so arbeite? Dann lässt du auch diesen Tipp weg, weil der einfach sonst zu Leid und Misserfolg führt. Und ich habe erläutert, warum die erfolgreichen Menschen, die ich kenne, auch sich komplett anders verhalten. Außerdem habe ich dir eingeblendet, wie bleibe ich fokussiert und wie du Stress vermeiden kannst. Zwei Videos, die hieran komplett super anschließen, wo du direkt tiefer eintauchen kannst. Vielen Dank, dass du mir zugehört hast.